Hallihallo zu einem neuen Video. Ja, ich weiß nicht, was ich im Titel schreibe. Auf jeden Fall geht's an den Trecker wieder weiter. Oder mit dem Trecker weiter so rum. Ich hab's so ein bisschen. Und ja, hab ich bei Instagram schon gepostet gehabt. Meine Mutter und meine Schwester haben Anhängertraining gemacht mit denen, also mit zwei Pferden. Ja. Wie sieht da von innen aus? Diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein zweier Pferdanhänger, ne? Hier ist eine Trennwand und dann kann da einer stehen und hier einer stehen. Das ist wieder was anderes, ne? Als wenn da, wenn die Trennwand raus wäre. Weil, ja, dann könnten da sich Pferde drinnen drehen und das ist halt nicht so schön. So. Deshalb steht er hier, weil da kann man ja das Tor zu machen und wenn ein Pferd sich doch losreißt, weil wegen Panik oder so, dann ist es hier auf diesem Paddock und ja, kann irgendwo weg. So, es geht um Mulden, hatte ich ja gesagt. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie ich das im Titel nennen, warum ich das auch immer sage, keine Ahnung. Ich bin hier auch einmal rumgelaufen schon, ne, wie man sehen kann. Und ja, wie man so sehen kann, die Pferde waren hier sehr lange drauf und ja. Ja, dass es so gut war für die Nachsaat, werden wir sehen. Entweder sie hat es überlebt oder sie hat es nicht überlebt. Ja, mulchen werde ich wahrscheinlich einmal außen rum. Ja, einmal außen rum hier so, ja, am Zaun dran lang. Und dann würde ich glaube ich nur sagen, dass ich diese Hullen, also da die Brennnesseln und so diese Hullen hier einfach so ein bisschen abmähe. Weil hier, wo nichts ist, ne, hier kann ich auch noch mal so ein bisschen lang fahren, weil da ist noch so ein, ich weiß gar nicht, Wegerich? Ne, Wegerich nicht. Diesen Ampfer, glaube ich, heißt er irgendwie, ne? Dass ich den noch mal mulch. Hier muss ich mal gucken. Hier habe ich ja so ein bisschen gegrubbert. Da habe ich es jetzt nicht gemacht. Also, ob ich da, wie viel ich da mache. Hier haben die Pferde so ein bisschen was kaputt getrampelt, warum auch immer. Und hier, ja, keine Ahnung, warum die das jetzt umgehauen haben. Letztens war das auf jeden Fall noch ganz. Ja, müssen wir mal wieder richten. Keine Ahnung, was sie hatten. Und hier sieht das auch wieder sehr überweidet aus. Ja, mal sehen. Na, hier da die Hullen, da in der Mitte. Die und da ist noch so ein bisschen was. Ich glaube, das andere, das lasse ich dann, weil wo nichts zum Mulchen ist, mulche ich auch nicht. Na, hier am Rand noch. Nicht so hoch. So, da stehen die Pferde. Da. Das andere steht da hinten. Und wir haben jetzt das Bäumchen eingezäunt. Muss man mal gucken, ob das jetzt so gut ist oder nicht. Mal sehen, bis nächstes Jahr werden wir es wahrscheinlich so stehen lassen und dann sehen wir mal weiter. Ja, hier die stehen sie auch schon ein bisschen länger hier. Haben sie auch schon ein bisschen was kaputt getrampelt. Und ja, wenn sie soweit hier sind, hoffe ich, dass hier wieder einiges gewachsen ist. Damit die dann hier wieder rauf können. Oder wir haben da halt dahin noch so ein Stückchen, was wir nutzen dürfen. Oder da kommen sie rauf, da sollten sie erst rauf. Aber ja, haben wir uns dann doch ein wenig umentschieden, weil das da so hoch ist. Ja, soweit dazu. Mulche habe ich fertig gemacht. Ich habe da nochmal so ein bisschen die Riemen gespannt. Habe ich einen Trick, das heißt ein Trick, also ein, ja. Wurde ja mir geschrieben, wie fest man sie spannen sollte. Kann, darf, muss. Ja. Bei, ich sag mal so, namhafteren, glaube ich, da geht man schon ein bisschen mutiger ran und sagt so, ja, die müssen ja ordentlich stramm, ne? Damit man die kaum noch bewegen kann. Aber bei so Billigfabrikate, sag ich mal so, oder ja, billig bis günstig oder günstig bis billig. Ja, der Mulcher, den wir da haben, den Sichelmulcher, ja,
Ich habe den jetzt schon ziemlich in der Mitte der Antrieb, also der Riemen, der ist schon sehr straff. Der große, der die beiden äußeren mit antreibt, kann ich, ja, ich habe das ja schon wieder zu, aber so ein bisschen besser zum Erklären. Die, oder der ist auf jeden Fall noch sehr locker, aber ja, so. Ne, hier ist er. Der Sichelmulcher, den ich für, ich sag mal so, für Wiesen nicht empfehle. Kann man natürlich machen, aber ich würde, also ich würde davon abraten, aus eigener Empfehlung. Für Sportplätze oder irgendwie sowas, wo man wirklich sagen kann, die sind gerade und glatt und sowas, da kann man das auf jeden Fall benutzen. Ja, einmal ist da ja der Antrieb, von da nach, weiß ich gar nicht, wo der andere Antrieb ist, ob der hier ist, ja, ich glaube, hier ist der oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der kurze, der ist sehr stramm. Wie gesagt, ich traue diese Riemen nicht, der ist auch schon ein bisschen älter, obwohl der noch ganz gut aussieht. Und dann gibt es einen großer, der geht hier, da, also hier ist so eine, ne, da ist zum Schmieren und der ist dann hier. Der geht dann einmal bis da hinten hin und wieder zurück und der ist immer noch sehr locker. Aber wenn ich den anderen schon sehr stramm habe, dann kann ich nicht, den anderen kann ich nicht länger machen. ja, das dazu, soweit alles geschmiert, wo ich rankam und so. Also wir haben diese komischen Einhandfett, also diese Doppel, also Zweihandfettpressen, wo du nicht richtig, ja, die man überall kriegt. Mein Bruder einen, den musst du aber auch mit zwei Händen machen, aber er hat, glaube ich, so einen Adapter für, oder wollte er sich besorgen, damit das da richtig anschnappt. Ja, ich weiß, es gibt welche mit Akku und sowas, die man dann so, aber habt ihr vielleicht, ja, so Einhandpressen wäre ja auch geil, wo man das wieder reinhalten kann und dann so drücken kann. Ja. Ich laber schon wieder sehr viel, bestimmt. Die Palette, ja, ich habe ein bisschen Holz besorgt, die stelle ich beiseite, dann mache ich den Mulcher ran. Trecker wollte ich eigentlich schon anmachen, ja. Wenn das soweit ist, ich weiß noch nicht, ob ich das von außen filme oder so. Auf jeden Fall wollte ich das ein bisschen filmen, das Mulchen wieder. Und ja, dann da hinten steht die Schleppe, dann wollte ich dann nochmal durchschleppen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist oder nicht. Probier es einfach, damit die Pferdeäbel auf jeden Fall also auseinandergeschmissen werden. Und dann würde ich sagen, legen wir los und.
bin jetzt soweit fertig, wie ihr gesehen habt. Ich habe jetzt keine Aufnahmepause, keine Unterbrechung gemacht zwischen dem Mulchen und dem Schleppen, weil was soll ich da großartig erzählen noch? Außer dass ich jetzt doch alles gemulcht habt, habt ihr vielleicht auch gesehen. Jetzt bin ich in den vierten Langsamgang gefahren. Ich nenne den mal Ackergang. Ob das jetzt so gut war oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch geschleppt. Ab und zu könnte man das, glaube ich, sehen, das hat ganz schön gestaubt. Ich denke mal, hier muss ich nochmal die Straße nachsehen. Muss mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das Video geworden ist. Ich schnippel das, glaube ich, gleich nochmal. Ich habe das Video jetzt geschnitten. Also das hatte ich gestern schon geschnitten. Heute Sonntag, 9:09 Uhr, wie man es auch sehen kann, hier unten. Gestern Nachmittag habe ich nichts mehr gemacht. Ich habe den Dreh auch nur, Schleppe abgestellt und nichts mehr gemacht. Ist auch noch nicht ganz fertig geschnitten, ne? Hier fehlt noch was. Ich würde das Ende mal eben aufnehmen. Also ist, wie gesagt, ist nichts Großartiges mehr passiert. Eine Frage noch, oder eher gesagt eine Erklärung oder auch Überraschung für mich so. Ich hatte ja letztens zwei Folgen von diesem Tankstellen-Simulator hochgeladen. Die werden auch sehr gut angeklickt. Ich weiß nicht, ob das interessant war und weil die halt länger waren, dass man die öfters angeklickt hat. Auf jeden Fall hatten die gute Aufrufzahlen, also hat mich gewundert, obwohl die so lang waren. Warum das jetzt nicht weitergeht, ich habe das jetzt schon mal so ein bisschen nochmal von vorne angefangen und ich glaube, weil das ja auch noch so eine Demo nicht, aber ziemlich am Anfang der Entwicklung ist, mal sehen, vielleicht gucke ich da nochmal rein, so privat, und weil uns ist ja der Tank, also das Benzin ausgegangen da im Spiel und ja, ich kann da ja nichts Neues holen und ich muss ja im Prinzip ja diesen Kreditteil da, diese $5000 da geben und ja, wenn ich kein Benzin kriege, dann kann ich auch nichts verkaufen, kein Benzin verkaufen und kein Geld verdienen, so rum. Und deshalb geht das da im Moment nicht weiter. Und ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, gefällt euch das oder ja. Landwirtschaftssimulator habe ich schon mal drüber nachgedacht. Ob ich da nochmal anfangen und ein paar Videos so, nicht regelmäßig, aber ne, ein paar Videos immer mal mache. Weil das wurde ja früher auch ganz gerne angeguckt und ja, das eine oder andere Let's Play muss ich auch nochmal weitermachen. Das nochmal so dazu. Und das war es eigentlich auch schon soweit. Weil ich keine Abmoderation hatte, habe ich das so nochmal, ne? Nehme ich das so nochmal im Lauf und halt nochmal wegen diesem Spiel, warum das jetzt nicht weitergeht. Aber eigentlich war das ja eigentlich schon Abschluss, hatte ich ja da schon erzählt gehabt. Also wirklich viel weiter geht es nicht und wir müssen mal abwarten. Wer war ja auch nur zu doof, die das wieder schon mal gespielt haben oder so, oder auch spielen, wie auch immer. Die können dann sagen, nee, das geht noch weiter, muss das oder das machen. Also, ja. Dazu. Ja, dann würde ich sagen, ich mache hier Feierabend, ich schneide das Video jetzt zu Ende, damit das pünktlich auch noch rauskommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.